Was ist da los in Hamburg? Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Wir werden heute, ich weiß nicht, ob ich würde sogar sagen, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, fremde Ranglisten testen. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Burger von feinschmecker.de. Moin moin. Grüß dich. Bist du von dem Gebäude hier? Nee, ich bin nicht von dem Gebäude. Wolltest du, ich kann dir aber Fragen beantworten, wenn du Fragen hast. Ich wollte fragen, was wir hier drehen. Ich teste das Feinschmecker-Ranking von den besten Bürgern Deutschlands. Ach, wie cool. Dankeschön, schönen Tag noch. Wir testen fremde Ranglisten und wir haben heute dreimal den besten Burger Deutschlands sozusagen. Oder aus einer Rangliste, wo die besten 10 Burger Deutschlands gekürt wurden. Und davon haben wir 3 Stück direkt am Start. Also dreimal Nummer 1 in Deutschland in diesem Video. Ich teste jetzt den ersten Burger. Feinschmecker.de heißt die Seite, wo ich das Ranking her habe. Und dazu gehört auch dieser Burger, den wir jetzt testen. Das ist Dulfs Burger in Hamburg. Und den werden wir jetzt auch testen. Erzähle ich euch gleich noch eine Story zu. Also hier sind wir am Start. Dulfs Burger. Ich wollte eigentlich dieses Jahr nicht mal Fastfood essen, sag ich dir ehrlich. Was mach ich jetzt? Ich hab die Lösung für uns heute. Hello Fresh. Ja, Mann, das ist gut. Kein Spaß, Leute. Geiles Angebot für alle, die besser ins neue Jahr starten wollen. Selber kochen. Hab ich jetzt für euch die Lösung. Bis zu 120 Euro sparen auf die ersten 9 Bestellungen. Und ihr kriegt ein Jahr mit dem Link in der Videobeschreibung ein köstliches Extra wie diese Avocado-Creme. Aus geretteten Avocados? Ja, aus geretteten Avocados. Mehr Infos jetzt von mir. Mit Hello Fresh ausgewogener ins neue Jahr starten. Wir wollen alle ausgewogener essen, nicht zu viel Fastfood essen. Woran scheitert es? Wir haben meistens keine Zeit oder keine Kreativität oder keinen Bock, einfach unser Rezept rauszuholen. Hello Fresh hast du alles am Start. Du kriegst ein Paket nach Hause, ein kinderleichtes Rezept. Wenn ihr denkt, ihr könnt nicht kochen, ihr könnt es. Mit Hello Fresh könnt ihr es. Diese Anleitungen sind super easy umzusetzen. Ihr könnt das Abo jederzeit kündigen bzw. pausieren, wie ihr wollt. Dann nochmal am Rechenbeispiel, was das eigentlich kostet. Nämlich wesentlich weniger, als ihr vermuten würdet. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist sogar sehr günstig. Das Ganze jetzt mit dem Link in der Videobeschreibung bis zu 120 Euro sparen auf die ersten 9 Boxen und ein gratis Extra für das komplette erste Jahr für Neukunden sichern, wie zum Beispiel diese leckere Avocado-Creme aus geretteten Avocados. Puss geht raus, ab in die Videobeschreibung, jetzt geht's weiter im Video. Also wir begeben uns rein. Ich zeige euch gleich den Laden. Aber ich zeige euch erstmal den Laden, dann erzähle ich was dazu. Mal gucken, dass ich hier alles abfilmen kann, ohne Gäste zu filmen. Ich habe hier einen Kollegen, der ist gerade, arbeitet in der Küche. Mondi, grüß dich. Ja, alles gut. Ich wollte noch eine persönliche Story zu Dulfs erzählen. Weil ihr seid ja schon sehr lange in Hamburg. Und für mich so, und ich denke auch für die Hamburger, das war der erste gehypte Burgerladen in Hamburg, den jeder kannte. Wo alle gesagt haben, wenn ihr einen heftigen Burger haben wollt, geht zu Dulfs. Ich kann mich erinnern, da hattet ihr einen Laden, der war so groß wie hier der Innenraum, könnt ihr euch vorstellen. Und da bist du hin. Ich habe 20 Minuten Wartezeit gehabt. Als mein Burger da war, mussten die Leute schon 1,5 Stunden warten auf den Burger. So, und wir waren auch vor langer Zeit mal hier, da auch Livestream, hat nicht ganz so performt. Und jetzt habe ich aber gehört, dass die richtig wieder raufgepackt haben soll und es viel besser geworden sein soll. Ja, und deshalb testen wir heute auch unter dem Aspekt die besten Burger Deutschlands. Ihr seid in der Rangliste drin und ich teste die Rangliste. Ja, Mann. Geil. Korrekt. Dann machst du mir gleich Burger auch, ne? Korrekt. Ihr habt ja auch eine offene Küche am Start. Boah, geil. Guck mal hier, 1000 Burger schon. Also der Laden ist eigentlich recht überschaubar und schnell zu zeigen. Hier geht es noch um die Ecke und da vorne geht es dann weiter. Also den kann ich euch schon mal sagen. Den Chicken Burger, den habe ich noch nie im Video getestet. Den kann ich euch sehr ans Herz legen. Sehr geiler Chicken Burger. Beim anderen sehen wir gleich, wie das läuft. Macht ihr das immer? Ja, das ist, um die so ein bisschen noch mal flacher zu kriegen. Und damit die Flammen ans Feuer, die gibt natürlich auch noch mal Geschmack, ne? Ja, ja? Also ich kann mir vorstellen, also ich rieche da schon, dieser Geruch vom Grill. Ja. Könnt ihr euch erinnern, gerade in letzter Zeit habe ich auch bei einem Burger irgendwann mal gesagt, so ihr schmeckt diese Flammen. Ich, auf doof gesagt ist so, weil das kennen auch viele bei Burger King, hat man manchmal auch diesen Flammengeschmack. Vielleicht ja. Hast du den hier auch. Ordentliche Ladung Parmesan, oha. Ah, da ist mein Burger. Also auch nochmal Props an das Dulfs-Team. Die wussten, dass ich letztes Mal nicht so gut bewertet habe hier. Wie gesagt, ich habe gehört, dass sich hier einiges geändert haben soll. Soll wieder richtig on point sein, aber lass mich trotzdem hier filmen. Sind selbstbewusst, glauben daran, dass die ein geiles Produkt haben. Und hat gleich zu mir gesagt, hau mir Kritik raus, wenn irgendwas da ist und fertig. Finde ich geil. Macht ihr da auch dennoch so Wasser, dass hier dort Dampf rauskommt? Ja,
Ja, geil. Das erinnert mich auch an früher noch. Früher war der die Erste, die das gemacht haben. Also ich hab's nirgendwo voll gesehen. Wasser da drunter, dann kam Rauch, du bist essen gegangen, dort ist ein Erlebnis, weißt du? Und das erinnert mich auch immer an Dulz. So die typische Dulz-Burger. Die Brioche, muss ich sagen, rein von der Optik, man kann oft bei Burger Buns schon sagen, nicht oft, man liegt auch gerne mal falsch, aber oft kann man sagen, ob die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie geil werden, und die sehen super hässlich aus. Perfekt. Ja, dann bin ich quasi bereit. Hier ist mein gutes Stück. Toppi. Oh, mega geil. Vielen, vielen Dank. Guckt euch an. Ich habe hier sogar einen extra Platz in der Küche bekommen. Dunsttaube könnte ein bisschen nerven, aber das verzeihen wir an der Stelle mal. Ich kann mir vorstellen, dass mein Rücken ein bisschen abschirmt. Euer Holler hat einen Riesenrücken. Oh, der fühlt sich geil an. Der fühlt sich sapschig an. Merkst du die Butter hier oben noch? Weil sapschig ist der falsche Ausdruck. Weich, fluffig, Wolke ist der richtige Ausdruck. Ich schwöre euch, ich sage das nicht so, um mich jetzt selber zu pushen, dass ich mit den Flammen richtig lag, weil er sagt ja nein, merkt man nicht. Gab wahrscheinlich einen so viel gequalmt wie Tim Melzer. Grüße gehen raus, schmeckst direkt Flamme. Aber nicht so heftig. Wenn man sich zum Beispiel Hobbs Burger in Hamburg anguckt, merkst du die Flamme, boom, als wäre sie in deinem Mund. Hier merkst du die dezent, leichte Flamme, einfach dieses Grillfeeling. Wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen dieses Burger King Feeling. Medium haben sie nicht ganz, ja, Grenze, nicht ganz geschafft. Schönes Mundgefühl, geiler Biss von der Zwiebel. Wenn du so einen Burger hast, es gibt ja etliche Konstellationen. Es gibt auch Konstellationen, da sticht die Zwiebel gar nicht richtig raus. Dann hast du noch das Knacken, das Knacken. Hier im Burger hast du einen recht unauffälligen Biss. Die Zwiebel, da merkst du das Knacken, die Frische. Und du assoziierst das gleich halt mit einem frischen, knackigen, saftigen Produkt. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Bisschen zu viel Ketchup, der Grillgeschmack pusht einiges raus. Leider nicht Medium. Meiner Erfahrung nach kannst du das geilste Fleisch haben. Wenn du es nicht Medium machst, dann nimmst du immer mehr Geschmack vom Fleisch, desto weniger Medium das Produkt ist. Bewertung gleich draußen. Was für den Käsesnacks noch. Geilen Rauchgeschmack. Also Bewertung. Ich nehme mir jetzt mal das Recht raus, zu sagen, auch ich spreche bei meiner Bewertung inzwischen. Das habe ich mir auch erarbeitet von einem großen Schatz von Erfahrungen. Es ist einfach so, ein spreche auch von den Burgern, die halt eben auch am besten laufen in Deutschland, und vergleiche das dann in meinen Bewertungen. Und zu diesen Burger muss man einfach sagen, und das Folgendes, was ich als Kritik auszusetzen habe, das findest du auch nicht bei einem der besten Burger Deutschlands, auch vom Umsatz, von der Bekanntheit und von dem, was die Burger sich teilweise auch für einen Ruf aufgebaut haben. Du hast abgesehen von einer wunderbar geilen Flamme, von regionalen Fleisch, von Super Brioche, sind ein, zwei Fehler unterlaufen. Es war ein bisschen zu viel Ketchup drauf. Das übertönt einfach zu doll, und für die geilen Zutaten, für den geilen Burger, wird es dem nicht gerecht. Und es war halt nicht Medium. Und Medium, wie ich vorhin gesagt habe, nimmt so viel, kann auch so viel vom Fleischgeschmack einfach abnehmen. Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Burgern. Bin sehr gespannt. Ihr seid natürlich immer noch auch herzlich eingeladen. Wir testen jetzt zwei Läden, nämlich auch die, wir noch nicht getestet haben, in Hamburg. Und ihr seid immer herzlich eingeladen, immer noch eure Tipps abzugeben. Sehr oft teste ich auch noch eure Empfehlungen einfach. Ja, manchmal vergesse ich es einzublenden, aber oft hau ich auch noch die Kommentare rein. Ja, jetzt zwei unbekannte Burger in Hamburg, die zu den besten Burgern in Deutschland zählen, zu den besten 10, von denen ich vorher tatsächlich noch nichts gehört habe. Hier ist natürlich, wie vorhin auch gesagt, die Frage, was können fremde Ranglisten überhaupt? Und die beantworten wir heute. Ach, und die Bewertung voll verschissen. Ich würde 7,5 Punkte geben. Außergewöhnliche Flamme, außergewöhnlicher Flammengeschmack, ausgewogen, nicht zu doll. Leider, wie gesagt, das Medium und der Ketchup. Und sonst, oh, wäre das schon ein sehr, sehr wildes Ding. So, wir sind jetzt fast da. Wir testen jetzt die Brooklyn Burger Bar. Zieht euch das rein. Zwischen ungeputzten Wänden und urbanem Industriestyle haben sich Jan Pflüger und Steffen Ströder den Traum von einem eigenen Burger
den Traum von einer eigenen Burgerbar im New Yorker Stil erfüllt. Sie wollten den Beweis antreten, dass der Burger mehr ist als ein pappig und gesundes Fastfood. Und das ist bestens gelungen. Bun und Patty sind hausgemacht. Das Fleisch stammt von friesischen Weidenrindern aus biologischer Haltung. Die Soßen sind fein gewürzt und die Pommes knusprige Süchtigmacher. Dazu gibt es an der hauseigenen Bar klassische und neu interpretierte Drinks Little Brooklyn in Hamburg. Oha, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt das Ding ist. Fischmarkt-Apotheke. Sonnenschutz, nenne ich es mal. Da steht Brooklyn Burger war drauf. Ich dachte schon, weil, ich muss auch noch sagen, den dritten Laden, den ich eigentlich testen wollte, aus einem anderen Ranking, der hat gar nicht mehr auf. Wir haben anscheinend geschlossen inzwischen. Dafür fahren wir nach Stuttgart noch. Und hier jetzt erstmal in Hamburg, Brooklyn Burger Bar. Die Tür geht aber schwer auf, du. So, also wir sind am Start. Es ist die Brooklyn Burger Bar seit 10 Jahren, sagt sie, glaube ich, sind die hier am Start. Sehr charmanter Laden. Das ist wieder so ein Laden mit Charakter, Geschichte, so wo man sich gefühlt vorstellt. Zu jeder Ecke, zu jeder Wand, zu jedem Bild gehört irgendeine Geschichte hier. Finde ich cool. Was soll das denn heißen? Es ist ja vom 28.12. Oh, irgendwas wird da schon hinterstecken. Also ich habe hier echt mal gewartet, was ich selten mache. Ich habe hier auf dem Stuhl gesessen und gewartet, bis der Burger kommt, weil Küche war da wohl nicht drin richtig. Also ich habe diesmal auch nicht gefragt, bin ich ehrlich. Aber kam mir nicht so vor. Ich habe da ein gutes Gefühl für. Da ist der Burger. Komm, mein Lieber, lass mich nicht im Stich. Da kommt der Kollege rauf. Das geht einigermaßen. Das ist genau erst an der Box, ey. Mein Schwein pfeift. Ich sag euch wirklich, in Hamburg, ich bin ja auch nicht der Einzige, der Burger testet. Noch nie was von dem Burger gehört. Den kennt kein Schwein, sag ich mal so. Wenn das jetzt der Knaller ist, dann weiß ich auch nicht. Sehr interessante Soße. Selbstgemachte Burgersoße mit leichtem Zimt-Touch. Wir haben es Medium hinbekommen. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Habt ihr das gehört? Ich denke gerade, ist mein Handy angegangen? Nee, sie hat eben gefragt, wie mein Account heißt. Bei YouTube. Hat hinten angemacht und vergessen, dass ihr Handy mit dem Ding gekoppelt ist. Und war gerade auf den Boxen Holle zu hören. Also kurz und knapp. Erstmal die ersten Eindrücke. Ich kann wirklich inzwischen gut sehen, wie viel Potenzial ein Burger hat. Von außen, das Bun sah mir nicht so vielversprechend aus. Bestätigt sich auch. Ist, glaube ich, wirklich ein Bäckerprodukt, aber habe ich schon besser gehabt. Quali scheint vernünftig zu sein bei dem Burger. Aber auch Fleisch zum Beispiel. Kein sonderlicher Eigengeschmack, ist auch schwer zu essen. Der fällt mir hier beim Essen komplett auseinander. Das ist jetzt nicht so wild passiert. Individuelle Burgersoße kann man machen. Salat ist ein bisschen ein Problem. Wird zu früh raufgelegt. Ich kann es mir nicht genau erklären. Salat ist sehr labbrig geworden. Kannst ja Eisbergsalat so, oder vielleicht das falsche Stück, nicht so knackige Stück genommen vom Eisberg, sondern was von Haus aus schon ein bisschen labbriger war, lag, keine Ahnung. Nimmt im Burger einfach einen unangenehmen Biss an. Dadurch, dass es halt so labbrig runterhängt und so, ist es auch im Mund. Es gibt ja auch Eisbergsalat, der ganz knackig auf dem Burger serviert wird. Hat eigentlich einen recht geilen Effekt. Schöne Pfeffernote jetzt noch. Gerade das Fleisch hat aber jetzt nicht den besten Geschmack, sag ich mal. Da musst du auch ehrlich bleiben. Aber noch ein Produkt, das in Ordnung ist. Aber wir suchen den besten Burger Deutschlands. Wir testen die Ranglisten, wo dieser Burger in einer Rangliste des besten Burger Deutschlands gewertet wird. Und da kommen wir bei weitem nicht hin. Genaue Bewertung von mir draußen. Schon sehr medium. Also Anna ist kurz am Start. Anna gibt mir einen weißen Oreo-Trüffel. Genau. Himbeer-Thymian-Soße. Oha, jetzt hast du meinen Nicht-Zucker-Bann, der seit 2 Tagen besteht, gebrochen. Schämst du dich? Nein. Eigentlich nicht. Nein, ne? Ja, krass. Oh, ein richtig teigig von innen, so wie Keksteig-Endlevel. Wir sind draußen. Also Oreo,
Die Oreo-Dinger, boah, das war eine Macht, Alter. Mit diesem Keksteig. Wirklich original, wie wenn man Keksteig zu Hause zubereitet und das so nascht. Also das, der wird auch eine rohe Füllung drin gewesen sein. Ob ich da Bauchschmerzen kriege oder nicht, mir ist scheißegal, das soll schmecken. Das war der Shit. 9,4 Punkte gibt es für den Nachtisch von mir. 9,4 Punkte gibt es von mir. Zum Burger gebe ich nur 6 von 10 Punkten, Anführungsstrichen. War wirklich vernünftiger Burger, konnte man gut essen, war lecker. Aber wie gesagt, wir suchen den besten Burger Deutschlands. Da kommen wir nicht hin. Und auch in keinem Ranking, da muss man auch sagen, ohne den Burger jetzt wieder schlecht reden zu wollen. Im Städteverhältnis wäre das ja noch was anderes. Aber wenn man wirklich schaut, bester Burger Deutschlands, da hat der Burger halt nichts zu suchen. Das ist so da. Also da muss man auch zu dem Ranking dann einfach sagen, das ist ja Schmarrn. Da brauchst du nicht mit anfangen. Also Fazit für die ersten zwei Burger, und die waren ja aus dem gleichen Ranking. Also da weiß nicht, was sich da jemand gedacht hat. Der hat ein bisschen gegoogelt oder vielleicht den einen oder anderen Burger gegessen und Google-Bewertungen geguckt oder so. Aber bisher, wenn ihr mich fragt, macht das Sinn, irgendwelche Rankings anzugucken im Internet? Meine Lieben aus Berlin, wir sind doch in Berlin. Ist alles anders gelaufen als gedacht. Wir testen jetzt noch mal ein anderes Ranking. Die beiden Burger waren eben aus einem Ranking. Und jetzt kommt ein anderes Ranking, und zwar von den Burger-Profis. Das ist eine Ansage. Wer sich so nennt, muss natürlich auch abliefern. Ich lese mal einmal hier vor. Die besten Burger-Restaurants Deutschlands. McDonald's und Burger King bieten seit Jahren Burger als Fastfood an. Doch inzwischen wandelt sich das Blatt. Leute mit Hunger auf Burger gehen immer öfters in richtige Burger-Restaurants. Abseits der Systemgastronomie. Richtig gute, frisch gemachte Burger liegen absolut im Trend. Da werden überall in Deutschland neue Restaurants eröffnet. Nachfolgend haben wir die wahrscheinlich besten Burgerläden Deutschlands für euch zusammengestellt. Ansage. Wir testen jetzt The Bird. Das Restaurant im New Yorker Stil serviert auch Steaks. Die Zutaten sind frisch und die Speisen handgemacht. Zusammengefasst, die sollen sehr hochwertige, qualitative Zutaten bieten aus den USA. Unter anderem Black Angus drin, geiles Ambiente und. Wir werden direkt uns aufmachen und testen das neue Ranking hier. Also ich habe mal geguckt, 5000 Bewertungen. 5000 Bewertungen ist schon hart und 4,2 Bewertungen. Oha. Wir sehen uns bei The Bird. So, nur noch Auto abschießen und dann sind wir am Start. Muss jetzt hier vorne sein. The Bird, da ist er am Start. Da ist er. Fragen wir mal nach, ob wir hier drehen dürfen. Oha, hier gibt es auch Patty Melt zum Beispiel. Wenn der normale Burger übelst reinknallt, kann man hier auch mal Patty Melt und sowas probieren. Aber wir nehmen erst mal einen normalen Cheeseburger. Cheddar Cheese heißt ja hier. So, hier werde ich snacken. Gleich gibt's Burger. Ich darf leider nicht die Küche zeigen, aber man sieht durchs kleine Fenster schon Riesenberge von Fleisch auf dem Grill. Soll wohl bekannt auch sein für ihre Steaks und so weiter. Das Brötchen erinnert mich an so, kennt ihr diese kleinen Toastbrötchen für, also diese kleinen Brötchen für einen Toast, diese runden, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Was das wohl wird, mal ganz anders. Optisch ein sehr besonderer Burger. Guckt euch den Kollegen an. Wasser, Wasser. Dick ohne Ende, medium gebraten, wenn sie es geschafft haben, so wie es wollte. Wild, 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 wild. Da wollen wir mal reinbeißen. Verdammt medium, also eher medium rare. Ganz verdammt einzigartiges Feeling. Ich weiß nicht, ob das nur Rind ist, kann es auch nicht genau sagen. Es hat aber 100% das Feeling. Wenn die Augen schließt, so wild, dass ich sogar noch mal reingucken muss. Es fühlt sich an, als würdet ihr ein einfaches Stück Fleisch beißen. Aber es ist eine Illusion. Es ist Hack. Es ist Hack. Schmeckt wirklich so, als würde die einfach in ein Stück Fleisch beißen. Ich habe letztens gerade im Video ein Schweinenackensteak gegessen. Komischerweise erinnert mich das daran. Alles ganz verrückt. Also es ist kein Schwein, ne? Das kann ich euch sagen. Aber das Feeling ist so. Frag mich nicht warum, aber es erinnert einfach daran. Geile Grill darum. Ich durfte nicht rein, aber das Feuer hat das Fleisch berührt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich schmecke das auf 100 Kilometer. Der wird nicht einfach von der Platte kommen. Guter Käse dazu. Ganz butterig gemacht auch das Ding. Der überrascht mich positiv. Da ist nichts drauf. Die haben hier noch eine Beilage gegeben. Ich weiß nicht, ob es dafür war, um das auf den Burger raufzulegen. Ich habe es nicht gemacht, aber es ist einfach nur Fleisch, Käse und Brot. Aber pervers geil. Einfach geiler Fleischgeschmack. Der Biss war nicht ganz perfekt.
aber selten so einen einzigartigen Burger gegessen. Wild, wild, wild. Auf so einer wilden Tour abends in Berlin, dass ich das jetzt serviert bekomme. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich dachte, das wird wieder Einwandstandard-Burger. Kann ich auch so sagen, Dulls, ein super Burger gewesen. Super Burger, wirklich. Kann man nicht meckern. Nicht falsch verstehen, ist wirklich lecker. Wenn sie den Medium hinkriegen, ein bisschen weniger Ketchup drauf machen, könnte der schon rasieren. Aber ich habe ihn nicht so gegessen. Ich habe ihn leider mit den ein, zwei Fehlern gegessen. Aber so wie er war, hat er nichts in einer Deutschland-Rangliste zu tun. Der zweite Burger schon gar nicht. Also absolut nicht. Niemals. Also die Burger-Rangliste ist absolut lachhaft, was das angeht. Das ist eine neue Rangliste. Und in der Bewertung sage ich euch, ob der auch in der Rangliste mitmischen kann. Ab zur Bewertung. Sind am Start zur Bewertung, kurz und knackig. Ach, das war so basic, Mann. Das war so speziell, so geil. So ein Fleischgeschmack, also echt End-Level. Damit habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Auf die Frage, ob der Burger was im deutschen Ranking zu suchen hat. Ich habe so geschwärmt vom Burger. Es gab aber ein, zwei Kritikpunkte auch. Im Biss hat er teilweise gehinkt. Von der Wolfung. Es war nicht perfekt im Biss. Patty wurde sie auch ziemlich leicht gemacht. Also im deutschen Ranking hat er nichts zu tun. Da hast du einfach zu viel Angriffsfläche noch bei dem Burger. Geil. Aber da muss man nochmal den extra Schritt extra gehen und da auf ein paar Kleinigkeiten achten. Aber ich würde trotzdem, weil er so außergewöhnlich so geil war, eine 8,4 geben. Ich würde jedem von euch safe empfehlen, der Burger-Liebhaber ist, diesen Burger zu testen. Einzigartig, geil, heftig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen gerne scheppern, wenn das der Fall war. Denkt auch dran, denkt nicht dran. Ich bin ja nur ein Hund. Lasst gerne noch einen Kommentar da, was ihr zum Video sagt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.